Tja, ihr Lieben, da steht er wieder am Wasser und da steht er wieder hier an der ollen Festung. Da werde ich natürlich ein bisschen gierig, wenn ich sowas sehe. Und wenn ich hier an der Festung sehe und höre, es soll Amure geben in Trophy-Größe, muss ich da einfach mal ran. Also ran hier an den Amur. Weißer Amur in Trophy-Größe. Korea, der alte Bänger, schreibt da hier im Forum, er hätte hier ordentlich was rausgezogen, schreibt im Forum die Futtermische, also die PVA-Mische, schön hier mit riesengroßen Setup einfach mal auf weißen Amur geangelt, mit Mais als Basis, mit Berghonig, Süße, Maissirup und was nicht alles. Und ich habe jetzt hier gerade mal 11 Stunden lang die ganzen, ganzen Mischen und Boilies und weiß der Geier was alles zusammengebaut. Leck mich fett, Alter, ist Karpfenangeln anstrengend, bis man mal den ersten Köder im Wasser hat. Alter Falter, ey. Da ist die halbe Nacht schon mal wieder rum. Also, schauen wir hier mal eben in so eine Montage rein. Gehen wir mal hier rein. Das Ganze ist aufgebaut jetzt hier. Relativ massiv. Schön dicke Schnur, dickes Vorfach, dicker Haken. Dann haben wir hier dran 2 Arten Boilies. Zuckermais 20 als Pop-Up. Und den Meyers, Matt Meyers Honigcreme 18 Pop-Up. Schön die Pop-Ups. Pomoers Mais-Sirup Dip gibt es nur, wenn du letztes Jahr Weihnachten schon geangelt hast. Und zwar im Weihnachtsshop. Vielleicht ist es ja dieses Jahr Weihnachten wieder im Shop zu erhalten. Wäre nicht so schlecht. Ansonsten kann man da auch, ja, ich sag mal, irgendwas Süßes, Honiges, Honigartiges auch noch mit reinmischen. Geht mit Sicherheit auch. Und dann kommen wir hier zu dem sagenhaften PVA. Ich hoffe, es geht auch ohne. Ich bin jetzt gerade so gierig auf meinen Amur in Trophy-Größe an der alten Festung. Ich gehe jetzt voll rein, komplett mit PVA, mit allem, was das Anglerherz zu bieten hat. Ran damit. Und das PVA-Netz ist gefüllt. Achtung, Pause machen zum Abschreiben. Mit Maismehl, Mais, Maisfeeder-Pellets 6, Mais 14 Pellets, Berghonig, Feeder-Pellets 8 und Maislikörchen, Alter. So viel dazu. Und jetzt ist natürlich die große Frage, beißt ihr überhaupt was? Beißt ihr überhaupt was? Guck mal, der eine, der liegt hier so komisch, den werfe ich nochmal neu. Wenn ihr hier rumsteht und ihr denkt euch die ganze Zeit vor Langeweile, Alter, hier beißt doch gar nichts. Hechte gehen hier gerade auch. Hechte, alter Falter, ey. Also für alle, die sagen, was? Karpfenangeln? Hau mich ab damit. Dann stellt euch doch einfach hier hin und angelt Hechte. Geht schon. Geht gut. So ein bisschen so. Oberflächenköder gehen da gut. Oder so Sachen. Da war ich auch schon kurz davor, mich hier hinzustellen. Schön mit Topwater oder so auf Hecht. Genau. Also, wo sind wir hier? Koordinaten 21, 67. Ist, glaube ich, eine der bekanntesten Stellen und eine der wichtigsten Stellen hier an der Festung. Immer mal wieder eine wirklich gute Stelle. Ob das hier nachts ist. Hier hatte ich letzte Nacht oder vorletzte Nacht stand ich hier mit 4er Haken und Tauwurm. Kein Aal gefangen. Aber hier sind Schleien dran gegangen. Dicke, fette Barsche, also richtig fette Barsche. Karauschen und Giebel sind dran gegangen. Also wer hier gerade Bock hat auf Querbeet, hier geht auch gerade einiges. Hier ist eine richtig heiße Stelle wohl gerade.
Ja, aber ich bin halt immer noch gierig auf meinen weißen Amur als Trophy. Ich würde auch den anderen nehmen, um hier den, wo ist er, der Ehrenfischer, Trophäen, genau. Und dann gucken wir hier an der alten Festung, weißer Amur und schwarzer Amur, ne? Schuppenkarpfen, ja, könnte noch tricky werden. Die anderen Kandidaten, da mache ich mir weniger Sorgen. Wobei so eine Güster, ja, könnte man auch. Also wenn, das ist alles irgendwie ein bisschen entspannter. Aber die Amure in Trophy-Größe, die muss man erstmal kriegen. Ja, und dann stehe ich jetzt hier. Hab tatsächlich auch beim Karpfenangeln wieder einmal geklippt. Geklippt. Klipp! 14 Meter. 14 Meter rausgeklippt. Also da so hin. Und 14 Meter geklebt. Und ja, jetzt bin ich echt gespannt. Ich bin... Oh, guck mal da. Nochmal kurz angezuppelt. Da geht aber was dran. Hat aber kaum Gewicht, was da rangeht. Wunderschönes Gerät. Wunderschönes Gerät. Ihr seht, wie wenig ich damit angel. Mit den Karpfenruten jetzt gerade. Wie wenig Grundangeln ich eigentlich mache. Dass ich jetzt immer noch diese Meldung bekomme. Glückwunsch, Alter. Du hast einen Fisch gefangen. Qualifikation Carp Fishing war das. Kaum was gefangen bisher. Also wirklich... Carpfishing bisher kaum gemacht. Keine Zeit. Ich muss ja Spinnen fischen. Viel geiler. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt vom Wetter her passt. Regenwetter ist ja auch in der Regel ganz gutes Wetter für den schwarzen Amur. Ich hoffe jetzt allerdings, dass das hier auf dem Weißen funktioniert. Schauen wir gleich einfach mal. Ob da was passiert. Wenn da nichts passiert, stehe ich hier einfach schön meine halbe Stunde im Regen. Erfreue mich an dem grauen Wetter hier an der ollen Festung. Ja. Und hoffe immer noch, dass ich irgendwann die Trophy kriege hier. Weißer Amur Trophy. Schon so oft und so viel hier geangelt. Deswegen, die Hoffnung ist da. Und das darf auch gerne hier massiv reinrasseln jetzt gleich. Ich bin bereit. Ah, Hebebiss. Noch nicht, schnell wieder ablegen. Zack, da geht er an die nächste. Ist das weird, ey. Und da geht er auch rein. Sehr gut. Wunderschöne Giebel fange ich hier. Ein Traum. Zack, anschlagen. Und er geht in die Bremse, Alter. Sehr gut. Nochmal anschlagen. Hochziehen den Prügel. Nochmal rein. Noch weiter hoch. Das klingt schon gut. So darf sich die Bremse anhören. Immer dran denken jetzt hier. Wir sind hier gerade mit 31 Kilo unterwegs. Beziehungsweise 27 auf der Bremse. 26,5. Genau. Ich renne hier rum, kurbel die ganze Zeit dabei ein. Ich renne hier rum, damit ich den Fisch nicht hier hinten hinter die Insel gehen lasse, sondern hier an der Insel quasi drille. Hier vorne irgendwo ist er. Der kann ja gerne Gas geben, aber der soll da nicht einmal ringsherum schwimmen. Dann wird das Ganze zu tricky. Das ist halt das Gefährliche, wenn ihr hier mit einem zu kleinen Setup dran geht, mit der gleichen Kombination von den Ködern, dann kann das halt schnell passieren, dass ihr hier mal schön eine halbe Stunde laufen geht um die Festung herum. Das ist schon nicht schlecht. Lassen wir ihn nochmal ein bisschen ziehen.
der zieht wieder. Einfach gehen lassen. Schön langsam dran. Kein Stress damit. Wieder ein bisschen hinterherlaufen. Ich hoffe nicht, dass man hier noch irgendwie ins Wasser reinfallen kann, oder? Das war mal irgendwann. Da bist du beim Hinterherlaufen auf einmal ins Wasser gefallen und standst wieder in der... Oh, standst wieder in der City, ey. Geh ich mal lieber außen rum. Aber ich glaube, das haben sie mittlerweile alles im Griff, ne? So. Rankurbeln. Die große Frage, ich habe jetzt, das ist jetzt der erste Fisch. Ich teste das ja gerne auch mal alles hier blind. Ich meine, wenn da so fähige Angelkollegen im Forum schreiben, immer, da geht was, dann glaube ich das schon. Nichtsdestotrotz muss man es ja auch immer selber testen, läuft es für einen oder nicht. Und dann ist die große Frage jetzt, wie fühlt es sich an? Hoppala, ich wäre fast den Baum hochgerannt. Wie fühlt sich so eine Montage an? Das weiß man immer erst nach dem ersten Fisch. Und nach dem Gewicht des ersten Fisches. So, der hat aber jetzt immer noch Bock. Jetzt bin ich ja schon fast platt, ey. Was will er denn? So. 25er Bremse, 26er. Geht er noch ein bisschen weit? Geht da noch was? Hat er noch Power? Ich glaube nicht mehr, ne? Ich drehe nochmal einen höher auf 27. Oh, der hat's aber noch zäh, ey. Guck mal da. Zack. Auf einer nochmal erhöhten Bremse gibt er dann nochmal wirklich Gas. Krass. Krasser Fisch schon. Mach keinen Scheiß, Alter. Schön langsam einkurbeln. Der hat überhaupt keinen Bock, ne? Ich meine, Amur ist kampfstark. Amur ist absolut kampfstark. Gerade wenn er erstmal die Chance hatte, so 3,50 Meter wegzuschwimmen, dann gibt er auch richtig Gas nochmal. Es gibt so manche Stellen am Bärensee, wo man Amur, ich sag mal so, im Bereich von 12 bis 15 Meter fangen kann. Wenn man dann schnell ist, sofort auch die Rute hochreißt, dann kann man den quasi überraschen. Uff, da kommt er schon. Dann kann man den überraschen, den Fisch, und direkt hochziehen. Dass er gar nicht erst ins Wegschwimmen kommt. Der hat aber schon Gewicht, aber sieht eher aus so wie 15 bis 17 Kilo. 20 Kilo, immerhin, ey. Immerhin haben wir schon mal 20. Das ist aber schon mal nicht schlecht, oder? Schön 20 Kilo fetter Amur. Schön. Ab in den Kescher. Dieses war der erste Streich. Dieses war der erste Streich. Bremse wieder runter. Und da vorne war das so ungefähr. Nicht schlecht. War das überhaupt? Ja, war's. Okay. Auf der 1. Ja. Das ist doch nicht verkehrt. Zwei kleine Giebel und dann rasselt hier so ein 20 Kilo Amur rein. Kann man schon mal mitnehmen. Kann man mitnehmen. Ich muss auf jeden Fall sagen, bisher oder nach langer Zeit mal wieder der größte Amur, den ich hier gefangen habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier die einfach vielleicht auch nochmal auswerfe, um auch neues PVA da ins Wasser zu bringen. Der Spot ist ja quasi noch nicht wirklich angefüttert. Man könnte wahrscheinlich mit der Mische
wenn man da die passende Technik zu hat, hier auch noch ein bisschen so kleinen Futterspot anlegen im Bereich halt von Clip 14 Meter. Und dann kann man die bestimmt alle noch mal ein bisschen mehr anlocken. Ich angel hier einfach so ein bisschen entspannt, mach mir da ja keinen Stress mit. Et güt wie et güt. Da wird schon die Trophy wird reinrasseln. Safe, oder? Also jetzt muss die da reingehen. Ist halt die Frage, ob ich das jetzt hier die ganze Zeit durchziehe. Vielleicht machen wir das Montag im Livestream nochmal so ein bisschen, oder? Das wäre doch mal was. Können wir schön Montagabend 21 Uhr im Livestream. Das Video jetzt, das kommt ja hier morgens. Guten Morgen erstmal, ihr Lieben. Morgens um 11. Sonntagmorgen um 11. Haben wir es jetzt. Da kommt das Video raus. Das heißt, Montag könnten wir hier schön nochmal auf Amure gehen. Das wäre doch was. Schön die Routen und die Rollen zum Glühen bringen. Boah. Aber Frequenz ist natürlich was anderes. Also für alle, die eher im Mid-Level sind und halt nicht wirklich karpfenfähiges Setup haben, ich glaube, ich würde das lassen. Mit dem Amur. Dann tatsächlich echt lieber hier an der Seite hinstellen, holt euch ein paar Tauwürmer, vierer Haken und dann rein damit in die Grütze. Oder mal mit der Kartoffel oder so, da habt ihr auch schon Action dran. Aber sowas mit 20 Kilo, uff. Naja, ich sag mal, raus kriegt man so einen Fisch, ne? Raus bekommt man so einen Fisch. Ist halt eher anstrengend. Meine letzte Überlegung übrigens mit dem YouTube-Account war, vielleicht doch eher auf Grund zu gehen. Einfach auf Grund, anstatt Pose und Stippen. Vielleicht bleibe ich bei dem hier mit Pose und Stippen und lösche hier alles, was Grundangeln ist. Mit dem Großen. Dann kann man sich da nochmal richtig reinkämpfen. Also Skillpunkte mäßig, ne? Dann würde ich hier die Punkte vom Grundangeln löschen. Und dann mache ich aus dem anderen, mache ich dann so einen richtigen Karpfenangler, der dann genau für solche Spezialeinsätze kann der dann Gas geben. Naja, da ist ja noch ein Level Zeit. Wenn der dann Level 22 ist, kommt die Entscheidung. Ich zuppel immer mal wieder hier so ein bisschen dran. Das hat ja auch gerade irgendwie den Auslöser wieder gebracht. Ganz, ganz kurzes Antippen. Mit der Y-Taste einfach mal ganz kurz dran, schnurstraffen, so ein ganz kurzes Zip. Also ich habe mehrfach das Gefühl gehabt, und es ist nicht speziell nur beim Karpfenangeln oder so, dass dann auf einmal irgendwie so ein Biss losgeht oder getriggert wird. Einfach auch nur so zur Kontrolle, ist da wirklich was dran oder nicht. Also nicht wirklich ein Ziehen, sondern ganz kurzes Antippen nur. Ja, das ist aber lang, ey. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal einen Break. Sollte da noch was reinrasseln, gucken wir da auch gleich nochmal rein. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Nicht auszudenken, oder? Nicht auszudenken. Ach ja, Sonntagnacht und ich stehe hier rum und angel 5 Fische, Alter. Ach, ist gar nicht Sonntag, ist ja Samstag. Also Sonntagmorgen und ich angel 5 Fische. Ah. Korea, Alter. Was hast du mir da angetan, du Lümmel? Aus Versehen meine Trophy gefangen.
Naja, immerhin, also muss man ja wirklich sagen, immerhin, ne? Mit 20 Kilo ist schon, oder fast 21, ist schon ein sexy Fisch. Direkt der erste, gar nicht lang gewartet, zack, war er drin. Das war schon wirklich gut. Das war wirklich gut. Tja. Jetzt hat er sich entschieden. Jetzt hat er sich entschieden und hat sich gedacht, boah, das schmeckt gar nicht mal so scheiße, die Futtermische, die er da angebraut hat. Zack. Aber er war sich die ganze Zeit nicht so ganz sicher. Das ist eine olle Schleier, Alter. Ich werde wild. Zu viel Mais in der Mische. Uff. Okay, mit dem Fisch reicht es für heute. Petri, ihr Lieben, ich würde sagen, Montag angeln wir hier zusammen nochmal oder vielleicht an anderen Stellen. Das ist ja jetzt hier schon Turnier mit Ankündigung. Wer also gewinnen will, kann jetzt schon mal an der Festung vielleicht mit der Mische oder mit einer ähnlichen hart auf Amursuche gehen und dann ziehen wir da die Brocken raus. Wenn dir das Video trotzdem irgendwie gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und Montag 21 Uhr sehen wir uns auf Twitch. Bis dahin. Tschüss.